Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ankiza von Radifotografie. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, denn im heutigen Video geht es um die Blitze hier. Ja, das sind die Hänsel Zerto-Blitze, die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Hänsel und habe sie jetzt ein halbes Jahr im Einsatz. Und was kann ich sagen? Ich bin einfach nur begeistert. Und jetzt werde ich sie dir ein bisschen näher zeigen. Das hier ist der Hänsel Zerto-Blitz 200, also mit einer 200 Watt Stärke, mit einem Reflexschirm. Dieser Reflexschirm hat einen Durchmesser von 135 cm und genau, es ist ein Reflexschirm, das bedeutet, es blitzt direkt hinein und das Licht wird nach außen reflektiert für ein schönes, weiches Licht, eben auch deswegen auch die Abdeckung. Deswegen auch die Abdeckung dazu, damit eben das Licht so weich wie möglich ist für die Neugeborenen. Du musst dir das dann so vorstellen, wenn ich ein Neugeborenes fotografiere und den Blitz verwende, dann ist es einfach nur so, als ob ich den Vorhang aufmachen würde und schönes, helles Licht reinkommt. Deswegen auch die Stärke, 200 Watt ist vollkommen ausreichend, damit ich auch mit einer offenen Blende fotografieren kann. Ja, und hier drüben habe ich den Hänsel Zerto 400, also mit einer 400 Watt Stärke, der ist eben ein bisschen stärker als der 200er, mit einer Softbox. Diese Softbox hat eine Größe von 60 x 80 cm und hier wird das, kommt das Blitz, also das Licht direkt wird es geblitzt. Durch die Abdeckung natürlich eben durch die Softbox ist es auch ein weicheres Licht. Und ja, generell arbeite ich am liebsten mit einem Blitz. Ich habe hier auch mit meinem Atelier noch etwas Tageslicht zur Verfügung. Das heißt, mir reicht eigentlich ein Blitz vollkommen aus. Und den 400er, den verwende ich am liebsten für die Babybauch-Fotoshootings. Und den 200er verwende ich gerne für die Newborn-Fotoshootings, für die Keksmash-Fotoshootings und generell für die Babyshootings, weil es einfach noch ein weicheres Licht ist und ich da auch sehr gut mit einer offenen Blende fotografieren kann. Ja, also so habe ich es im Einsatz und ich zeige dir mal, wie man ihn eigentlich ganz einfach einstellen kann. Es ist eigentlich eine ganz einfache Bedienung. Wir haben hier einen On- und Off-Schalter, hier haben wir einen Testknopf und hier tun wir die Stärke variieren. Ich bin eigentlich immer bei der leichtesten Stärke, aus dem Grund, weil ich mit einer offenen Blende fotografiere und da reicht es mir vollkommen, wenn er auf eine leichte Stufe eingestellt ist. Hier habe ich die Synchronisierung der Sender, also der Empfänger ist drinnen eingebaut im Blitz und der Sender ist auf meiner Kamera drauf. Habe ich das Einstelllicht? Ich arbeite aber auch am liebsten ohne Einstelllicht und hier gibt es noch die Möglichkeit, den Sound ein- und auszuschalten. Bei mir ist der Sound aber auch immer ausgeschaltet, damit ich einfach die Babys nicht störe. Und meine Lieblingsfunktion bei den Hänselblitzen ist auf jeden Fall mal die Blitzfolgeleistung. Gerade für mich als Babyfotografin, gerade wenn sich die Kinder bewegen oder bei den Keksmash-Fotoshootings, da spielen ja die Kinder und matschen und da will man ja alles so gut wie möglich hintereinander auffangen. Und bei meinen alten Blitzen, ich hatte mal die Blitze von Elichrom oder die Blitze ganz am Anfang habe ich mal von Valimax einen Blitz ausprobiert und da hatte ich das Problem, dass ich, wenn ich mehrmals hintereinander ein Bild geschossen habe, dass das zweite, dritte oder das vierte Bild einfach nur schwarz war. Und das habe ich eben mit dem Hänsel Zerto Blitz nicht mehr, weil bei der leichtesten Stufe, also bei der 5,1, ist die Blitzfolgeleistung bei 0,4 Sekunden. Das bedeutet extrem schnell und das erleichtert mir einiges. Und ich zeige dir das mal. Und du siehst, es sind alle Bilder beleuchtet und er blitzt wirklich jedes Mal mit, wenn ich ein Bild mache. Und auch wenn es mal schnell gehen soll. Deswegen, gerade allein wegen dieser Funktion, finde ich die Investition komplett, das hat sich einfach gelohnt. Und deswegen kann ich den auch wärmstens empfehlen, weil es mir so vieles erleichtert. Ganz oft werde ich auch noch gefragt, wie ich die Kamera einstelle. Und das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Bei den Newborn-Fotoshooting zum Beispiel, wenn ich jetzt nur das Baby alleine fotografiere, arbeite ich sehr, sehr gerne mit einer offenen Blende von 2,8. Und da ist auch der Blitz einfach auf die leichteste Stufe eingestellt, die Zeit auf 1:160. Und
Ja, ISO ist auf 100 oder auf 200. Ich habe aber auch noch das Tageslicht bei mir im Atelier zur Verfügung. Deswegen passen da die Einstellungen auch sehr, sehr gut. Bei Babybauch-Fotoshootings, der Blitz ist ja 400, ist ja auch etwas stärker. Aber bei den Babybauch-Fotoshootings bin ich eigentlich selten bei Blende, unter der Blende 8. Und ja, ich werde jetzt dich hinter den Kulissen mitnehmen, dir mal auch die Ergebnisse mit dem Blitz zeigen und blende dir jetzt ein paar Szenen hinter der Kulisse ein. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen, auch hinter den Kulissen schauen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben und wenn du noch Fragen haben solltest, schreib es mir liebend gerne in die Kommentare und ja, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und aktiviere auch gerne die Glocke, damit du gar nichts mehr verpasst und wir uns dann auch bald wieder im nächsten Video sehen. Ich freue mich auf dich. Bis dann!